Herzlich willkommen, liebe Wagen, hier zu eurem Monatsreading bei Löwenherz Cinema. Etwas verspätet aus folgendem Grund: Ich war gesundheitlich etwas angeschlagen, bin immer noch etwas erkältet, hört ihr wahrscheinlich an meiner Stimme. Da geht schon los, Entschuldigung. Aber jetzt zu eurem Reading für den November. Endlich ist es dann soweit, aber ich denke, es ist noch einigermaßen im Rahmen Anfang des Monats. Es ist viel passiert auf der Weltbühne. Wie auch erwartet, die Ereignisse überschlagen sich. Die Wahl in den USA, Mr. Trump hat gewonnen. Einen Tag später von unserer deutschen Regierung, von unserem Bundeskanzler. Herr Lindner wurde da entlassen, unser Finanzminister. Also ihr seht, die letzten Tage, Pluto, Steinbock haben es richtig in sich mit Meldungen, mit Informationen. Das bäumt sich nochmal richtig auf. Ja, es kommen viele Dinge ans Licht nochmal. Beobachtet das, seid wachsam, glaubt nicht alles, seid kritisch, hinterfragt. Es ist turbulent auf der Weltbühne und wahrscheinlich auch in eurem persönlichen Leben habt ihr eure Themen, die da aufploppen. Habe ich ja schon oft von erzählt. Und wir schauen jetzt mit den Karten, was das für euch bedeutet, was im November noch wichtig ist, was Thema ist. Und wir beginnen mit den Tarotkarten. So, und da ist jetzt eine runtergefallen. Und die habe ich jetzt hier mir hochgefischt. Wir decken gemeinsam die Karten auf. Das mache ich ja jetzt immer so. Und deute sie mit euch zusammen. Was ist... Oh, die fliegen aber bei euch. Ich muss mich schon wieder hier gucken. Die Karten sprechen für die Wagen. Es gibt was zu sagen. Das ist immer meistens ein Zeichen, wenn ich nicht ewig mischen muss, sondern die Karten fallen dann einfach so, fliegen praktisch heraus. Ich hätte gerne noch drei Karten für meine Wagen. Und noch eine. Ja, das waren doch zu viele jetzt. Eine noch. Okay, das war die erste, die flog und die nehmen wir. Die Lenormand-Karten. Was gibt es aus dem Lenormand für die Wagen zu sagen? Da hat sich was verkeilt. Muss ich die nochmal ordnen? So. Drei Karten für die Wagen. Zwei flogen in hoher Geschwindigkeit raus. Und noch eine. Und dann haben wir noch das kleine Tarot. Bitte da noch fünf Klärungskarten aus dem kleinen Tarot. Vier. Ich möchte hier nur vier. Stimmt, vier. Mal sehen, vielleicht fällt eine mehr raus, dann nehmen wir natürlich auf. Aber ursprünglich möchte ich doch nur vier. Eine. Das sind zu viele. Eine nur. Okay. Da haben wir die vier Klärungskarten aus dem Tarot. Und als Themenkarte hier bitte. Nur so. Eine Karte aus diesem wunderschönen Orakeldeck als Überschrift, als Themenkarte hätte ich gerne eine Orakelkarte für die Wagen im November. Reise. Reise.
die innere Reise, eine Reise, die physisch stattfindet. We will see. Königin der Stäbe. Yo, innere Haltung. Du riskierst was leidenschaftlich. Du machst nur das, was dein Herz dir sagt. Wovon du überzeugt bist. Das tust du. Also sehr selbstbewusst. Ja, das ist Feuerenergie, Löwe-Energie. Selbstbewusst auf dein Herz hören, was du dir wünschst. Das machst du. Diese Königin lässt Fünfe gerade sein. Mit der kann man Pferde stehlen. Das ist richtig, was Spaß bringt. Das möchtest du tun. Drei der Stäbe. Wahrscheinlich hast du hier Unterstützung, weil wir haben drei. Das ist immer, du stehst nicht alleine da. Wieder Stäbe. Als Hauptkarte in der Mitte des Readings der Tod, Transformation. Ja, etwas Altes stirbt ab bei dir. Das ist diese Pluto-Energie. Vielleicht dieses, ach, kann ich mir nicht leisten. Nö, ich gehe los. Wir haben hier die Reise, ne? Also, du bewegst dir was, ne? Vielleicht wolltest du schon immer mal eben für eine Woche nach Hawaii, das tue ich mal, ne? Ich habe ich Lust zu. Oder ich will frühstücken in Paris, ja, okay, ich fahre los. Solche Dinge, ja, das macht diese Königin der Stäbe. Wenn der danach ist, Croissants in Paris zu essen, dann fährt sie dahin, ja. Hat dich vielleicht immer zurückgehalten, ja. Und du bekommst dir jemanden, die gleich ticken, ja, die sagen, okay, let's go. Machen wir. Zwei der Kelche und Ast der Stäbe. Wow. Es geht um Versöhnung, es geht um Seelenpartnerschaft, Schießen im Kopf, es geht um Leidenschaft, die neu erweckt ist. Deine Leidenschaft ist wieder da. Großes Thema Leidenschaft. Vielleicht warst du immer mehr auf Sicherheit konfrontiert, auf ach nee, geht nicht, und auf einmal ploppt es hier auf. Du hast hier ein Handlungsmuster abgelegt. Zum Schluss des Steinbockes sagt Pluto, schau dir das an. Und du hast es hier geschafft abzulegen. Und das beeindruckt eine Person wirklich schwer. Es geht hier um eine Versöhnung, um eine Seelenpartnerschaft. Entweder kennst du diese Menschen oder dein Seelenpartner kommt auf dich zu, weil du das ausstrahlst. Ja, sehr energetisch, sehr voller Herzenswünsche, die du dir erfüllen möchtest. Schöne Legung. Ja, hier haben wir aus dem Lenormand Bär. Hier, das steht fürs Selbstbewusstsein, sagte ich hier. Ja, dein auf Selbstbewusst, auf deine Herzenswünsche hören. Das steht hier, ne? Und dann negativ sagt man ja Ego, aber ich will es machen, so what, ne? Ich tue es. Ich stehe über den Ding. Ich mache es. Ich kann es. Wie geht das, ja? Warum machst du das? Ja, weil ich es kann. Ja, ihr kennt ja diese Frage. Warum machst du das jetzt? Ja, weil ich es kann, ja? So einfach ist das. Schön. Hier haben wir unter den drei der Stäbe die Maske. Das schauen wir gleich nochmal genauer an. Eine Personenkarte. Noch eine. Oh, ja. Es geht hier um dich und um einen Menschen. Ja. Die sich nicht anschauen. Ja, dieser Mensch schaut raus und dieser andere Mensch schaut sehnsüchtig auf diesen Menschen, erreicht er aber nicht, obwohl sie nebeneinander sind. Hier ändert sich was aufgrund dieser veränderten Handlungsmuster. Ja, hier die Wolken, diese Person schaut noch besorgt, ja, mit Waage kann man nichts anfangen, langweilig und überhaupt geht nichts, was ist los, ne? Es fehlt die Leidenschaft in unserer Beziehung vielleicht auch. Das löst sich hier auf, weil hier ist ein Neustart, ein Neubeginn und das führt zu einer Versöhnung mit einem Menschen, weil man hier was riskiert. Die Maske, ja, das spricht davon, nicht authentisch zu sein. Da werden wir gleich nochmal schauen. Wir haben hier drei, auch diese Maske hat drei Gesichter. Einer dieser Personen ist vielleicht nicht ganz ehrlich. Vielleicht spielen mehrere Personen hier eine Rolle. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen aufklären. Da haben wir fünf der Münzen. Der Gehängte. Ja, raus aus dem Mangel. Das ist das, was du hier machst. Ne? Der Perspektivwechsel. Diese Mangelgedanken, ne? 100.000 Jahre um die Kirche laufen
und sich bedauern, dass nichts passiert. Ja, klar, dass mir kalt ist, anstatt reinzugehen und es mir warm. Das wirst du in den Griff bekommen. Das hat dich lange hier in den Stillstand. Das hat da gesorgt, dass du, dass nichts passiert ist, ganz einfach, ja. Und man hängt hier ja so lange, bis man hier die Erleuchtung hat. Und die wirst du im November haben. Du weißt jetzt, so geht's nicht. Raus aus dem Mangel, rein in die Fülle, rein in meine Herzenskraft, raus in eine Reise, mach sie auch noch zu verrückt sein. Page der Kelche. Ja, vier der Stäbe. Man lässt sich hier wieder ein. Man beginnt sich wieder zu vertrauen. Diese beiden Menschen beginnen sich hier langsam. Dieser Mensch dreht sich wieder um. Man schaut sich hier wieder an. Man beginnt sich wieder einzulassen. Hier ist auch Seele, ne? Die Seele spricht wieder mit einem, mit dir. Und man bekennt sich hier wieder klar. Also du bekommst von einem Menschen wieder ein klares Bekenntnis. Oder du bekennst dich auch wieder klar zu einem Menschen. Du fängst an, wieder dran zu glauben, dass ihr zusammengehört, dass es passt. Diese Karte spricht auch von Unterstützung. Wir haben hier auch drei der Stäbe. Irgendwie scheinst du auch Unterstützung zu bekommen, außerhalb dieser anderen Herzensperson, sage ich mal. Unterstützung und klare Bekenntnisse und Versöhnung und Leidenschaft und raus aus dem Mangel, selbstbewusst auf sein Herz hier hören, das sind so die Überschriften. Du begibst dich auf eine Reise physisch, aber auch innerlich. Die Reise beginnt ja immer im Innern, um sie im Außen zu sehen. Und ich glaube, innerlich fängst du dabei an und es wird dir so gelingen, dass sich das im Außen zeigen wird. Und dieser Mensch wird schwer beeindruckt sein davon und wird wieder sich umdrehen zu dir. Also irgendwie wirst du die Perspektive ändern, auch auf den Sicht dieser Person. Du hörst auf, im Mangel zu denken. Und das ist es ja, ja. Wenn du jemanden zurückhaben willst auch. Es ist ja oft so, das kennt ihr ja auch wahrscheinlich, wenn man gar nicht mehr dran denkt an den Menschen und es geht ja gut, steht er vor der Tür, weil man raus aus dem Mangel ist, ja. Das wird dir bewusst hier, dass du die Perspektive ändern musst, um hier wieder etwas zu erreichen mit einer Person. Und das scheint dir sehr gut zu gelingen. Die Maske ist mir hier noch nicht ganz klar an dieser Stelle. Wer ist hier nicht ehrlich, wer ist nicht authentisch? Lügst du dich etwas? Ist da noch eine andere Person, weil wir hier unter den drei der Stäben diese Karte haben? Aber das schauen wir im fortlaufenden Reading, das klären wir. Ich kann mir gut vorstellen, dass die fünf der Münzen hier drauf gemeint sind, dass das halt dies nicht authentische dich auch in den Mangel getrieben hat, ja. Aber das klären wir alles noch im fortlaufenden Reading. Sieht sehr vielversprechend aus. Wer ist dieser Mensch? Wer ist diese unterstützende Person? Wie geht's weiter für dich? Waage, ich freue mich auf das Fortsetzungsreading. Wenn du resonierst, verlinke ich dir hier unter. Schau gerne rein. Persönliche Beratung, schau auf meine neue Website oder gerne schreib mich auch an. Ich habe da viel im Repertoire, wirklich, wenn es schnell gehen muss. Eine WhatsApp-Beratung, ich kann dir ein Video drehen. Wir können persönlich sprechen, wir können eine Kombination zwischen Astrologie und Kartenlegung machen. Da bin ich völlig offen. Jeder braucht einen anderen Input, das überlasse ich dir, da kommen wir zueinander. Ja, und ich freue mich auf dich, entweder auf ein persönliches Date sozusagen, auf ein Reading, eine Beratung oder jetzt im fortlaufenden Reading. Mach's gut, dein Löwenherz.